meine lieben Fans auf YouTube. Oder die, die es werden wollen. Ja, ich bin zurück. Heute wieder mit einem neuen Radfahrvideo. Bin im Moment noch auf die Autobahn. Ja. Oh, mein Fahrrad steht links ein bisschen mehr über als rechts. So, heute eine Fahrt, die ich schon seit langem geplant habe, war bisher noch nicht so richtig dazu gekommen bin, und wenn es dann mal Zeit war, ich mich auch nicht dazu durchringen konnte. Heute am späten Nachmittag habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, mach es. Ich habe heute noch mal frei, nutze es, das Wetter ist noch mal gut, weil zum Wochenende hin soll es schon wieder schlechter werden. Aber alles Weitere dann, wenn ich da bin. In dem Sinne, bis dahin. So, ich stehe jetzt Abfahrt meiner Zagen. Und werde euch gleich mal das Schild zeigen, wo ich hin will. So, da kommt das Schild. Richtig, zum Biggesee will ich. Ich werde heute die Biggerunde machen. Die habe ich seit letztem Jahr schon. Anfang des Jahres, ja, auf jeden Fall noch nicht so lange her, habe ich die geplant. Und heute werde ich sie durchziehen. So, ja, ich bin angekommen. Jetzt werden wir mal abbauen und dann geht's los hier. Ich bin am Flug bereit. Leider ist mir gerade aufgefallen, dass ich mein Headset vergessen habe. Das heißt, heute gibt es keine Musik beim Fahrradfahren. Na, egal. Ist auch so ohne gut. Ja, Biggetalsperre. Ist groß. Ich habe nur mal kurz überflogen bei Google Maps. Ich habe keine Streckendaten im Kopf, nichts. Ich gehe die Sache jetzt völlig quasi unvorbereitet an und schaue mal, was mich erwartet. Ich will auch kein Navi benutzen. Ich will einfach frei der Nase nachfahren. Schauen, was die Sache heute gibt. Tacho ist genullt. Ja, würde ich sagen, packen wir es. So, habe ich direkt mal die erste Steigung genommen. Ja, leck mich am Arsch. Ich wollte unbedingt hier hoch, ne? Aber guckt es euch an. Andere Pedelec-Fahrer haben geschoben. Gibt's ja gar nicht.
deshalb brauche ich gar keinen E-Antrieb hier. Dann fahre ich mit vollem Akku wieder heim. Aber heute Abend will ich da hoch auf den Seeblick. Wenn ich dann Reserven habe, ist das gar nicht verkehrt. So, da habe ich ja wieder richtig Glück gehabt. Wetterchen erwischt und da seht selbst. Schoschi. Und diesmal habe ich auch meine andere Kamera dabei, falls ich hier Zoom-Action machen will. Ja. Naja. Nicht lang schnacken, weiterfahren. Ach nee, der ging anders. So, was es noch eigentlich ganz Wissenswertes zur Bigge gibt, ist, dass hier in der Bigge ein Dörfchen versenkt wurde, welches bei niedrigem Wasserstand sogar noch zu sehen ist. Gut, heute ist es zwar nicht ganz so hoch der Wasserstand, aber naja. Wen es interessiert, googelt es einfach mal. Biggesee. Häuser und Ortschaften, bevor der Biggesee entstand, ja, ja. Ne? So, ich habe mich gerade auf Fresse gelegt. Scheint aber alles heil geblieben zu sein. Ich bin ganz intelligent vom Rad abgestiegen. So, und jetzt geht's weiter. Bis später. So, ich stehe jetzt vor der Wahl hier rüber. Abkürzen oder außen und dann ein Stück der Straße zurück. Ich wollte eigentlich die ganze Bigge fahren, ne? Ja, was sagen denn die Schilder? Ja, Biegerunde, schön, die führt auch da dann lang. Ja, wir wollen ja alles fahren, also fahren wir außen rum. Das sieht nicht wie ein offizieller Radweg hier aus. Das gehört auch nicht zur offiziellen Strecke hier, glaube ich. Ah, die Dinger gibt es auch elektrisch. Super schöne Teile. Warum muss man dann noch sowas fahren? Ach, naja. Und weiter geht's. So, hier wäre ich hochgekommen, wenn ich da hinten drüber gefahren wäre. Ein paar Kottüten. Nein. Ist ja schön, dass sowas aufgestellt wird, wenn es denn auch jeder benutzen würde. Es gibt durchaus welche, ne, die das nicht machen, aber naja, was soll's. So, ja, hier gibt es gerade nicht viel zu sehen. Gefahren bin ich jetzt knappe 10 Kilometer. Ich habe noch ein paar vor mir, also bleibt dran. So, ich stehe jetzt vor einem Problemchen. Da ist gesperrt. Wobei, ich schaue jetzt mal, ob ich nicht doch da durchkomme. Da sind jetzt schon einige Radfahrer lang gefahren. Ich will ja da hinten nur über die Brücke. Bis nach Olpe rein will ich gar nicht. Bis da hinten zur Brücke und dann wieder zurück, weil sonst ist ein bisschen wenig. No, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja, ihr seht selber, kein Vorbeikommen, schade. Es gibt hier wohl eine Ausweichroute oben über den Wald. Jetzt überlege ich, ob ich experimentiere oder nicht.
Das überlege ich mir noch. So, da ich ja hier nicht die komplette Bigge fahren darf, was ich sehr ärgerlich finde, werde ich die komplette Liste noch mit dabei nehmen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Großbaustelle Sondern, Achtung, Umleitung, Anlegestelle Schifffahrt. Ja, das interessiert uns weniger. Ja, also wie gesagt, ich werde die komplette Liste noch mit dabei nehmen und dann schauen wir weiter. Ja, der Bigge Grill, aber für mich gibt es nicht so einen Bigge Grill. So, hier könnte man noch mal eine kleine Schleife fahren. Muss ich aber sagen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mann, ist das hier laut. Bei der nächsten Abbiegung geht es dann zur Lister. Dann nehmen wir die Lister noch mit, würde ich sagen. Und dann schauen wir weiter. Ja, da drüben waren wir schon. So, jetzt habe ich die Hauptverkehrsstraße mal kurz blockiert. Entschuldigung. Indem ich hier die Fußgängerampel betätigt habe. Wenn Blicke töten könnten, ich wäre jetzt sowas von tot. Unglaublich. Naja, so, hier geht es jetzt weiter. Das wäre dann die Lister. Wobei das alles ein und dasselbe Wasser ist, aber egal. Boah, bleibt dran, ne? So, ihr Lieben, Zeit für ein Päuschen. Ich hatte es, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich dürfte jetzt auch so langsam Halbzeit hier haben, wenn ich jetzt die große Runde noch mit dabei rechne. Der eine oder andere weiß schon meine Kühltasche. Der kann sich jetzt auch denken, was jetzt kommt. Richtig, ein Radler. Herrlich im Ausblick. Ja, in dem Sinne, Prost.
lässt sich's leben. So, alles Gute muss einmal enden. Ich bin jetzt wieder auf zwei Rädern und fahre mal weiter. Also das ist hier auch eine Strecke, die kenne ich nicht. Die andere Seite der Lister kenne ich, da ist man früher mit dem Auto längs. Vor allem als Jugendliche, wo man da noch gewartet hat. Aber alles, was jetzt hier kommt, ist für mich im Moment noch Neuland. Hier die Lister Staumauer, danach beginnt direkt die Bigge. Und überall wird gebaut. Oh, ein bisschen Gas hier. Ui, 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 ui. Very nice. Ich weiß nicht, ob man es hier auf dem Video gut sehen kann, aber da ganz hinten rum muss ich noch. Ich befürchte, ich habe da noch ein ganz schönes Stück. Da habe ich jetzt eigentlich nicht so gut gerechnet. Beziehungsweise auch nicht dran gedacht, dass das ja doch eine ganze Ecke ist. Aber das hatten wir vorhin, 20:07. Wir haben noch Zeit, warte, würde ich sagen, dann wird jetzt hier zügig gleich Schluss gerade. So, jetzt kommen wir auch gleich an eine Stelle. Wo gegenüber kann man schon sehen. Da hat man früher immer gesessen und hat sich in die Fluten geschmissen. Mal gucken, wer alles da ist. Vielleicht kennt man ja den einen oder anderen. Und hier ist jetzt auch noch mal so eine Stelle. Mal schauen.
hier ist die Überquerung der Lister. Der Rest des Weges geht jetzt an der Straße längs und ich befürchte bis zum Auto. Naja, schauen wir mal. Aber es sind noch ein paar Kilometer. Ich habe erst 23, also ist eigentlich noch nichts. Das sind jetzt noch mal so 10, 15, vielleicht 20 Kilometer. 15. Naja, schauen wir mal. Da hinten ist übrigens Hunswinkel. Da habe ich früher mal, Oliver, hier gehen Grüße an dich raus. Da hatte ich mal ein neues Fahrrad bekommen und hatte dann in Hunswinkel einen Kugellagerbruch im Hinterrad. Er wird sich, denke ich, noch daran erinnern, weil die Rückfahrt war sehr lustig. Und ja, es war interessant gewesen. So, ich bin jetzt im Windebruch. Auch der ein oder andere denkwürdige Ort. Überhol das schon. Geht doch, Mädel. Und weiter an der Straße längs. So, ich bin jetzt mal am Parkplatz des Listerdamms. Da hinten geht's zum Listerdamm. Wird Zeit, dass ich mal was trinke. Fast 30 Kilometer. Und man trinkt zu wenig. Man trinkt definitiv zu wenig. Man macht zu wenig Pause. Ja, da tun wir jetzt mal nach, wa? Hier ist jetzt leider Ende der Ausbaustrecke. Jetzt muss ich hier über der Ampelanlage. Zur Erinnerung, da hinten an der anderen Ampel bin ich runtergefahren. So, jetzt muss ich hier rüber. Darf drehen. Bin dann jetzt somit quasi am Ende der Strecke fast. Jetzt fahre ich hier hinten gleich hoch. Hier kann man nirgendwo runter und am Wasser längs fahren. Das heißt, es geht jetzt noch ein ganzes Stück an der Bahn vorbei hier. Bis zum Auto. Aber da hoch auf den Seeblick will ich noch. Mal schauen, wie ich da hochkomme. So, ich habe noch eine schöne Abfahrt gefunden. Ich hoffe, es geht da irgendwo hin, wo ich hin will. Ich weiß nicht, ich fahre auf. Alter! Ich fahre jetzt aufs Blaue drauf wie Notes. So. Ah, schön. Schön kühl. So, und schon bin ich wieder auf der Straße unterwegs. An der Straße nicht, ja. Schade. Aber was soll's. The show must go on. Hier geht's schön bergab, hier kann ich laufen lassen. Hier ist das höhere Gewicht von Vorteil und für alle da draußen, Pedelecs dürfen schneller fahren. Außerdem, wie ihr gesehen habt, ich habe die Motorunterstützung aus. Da gab es ja in den vergangenen Wochen Theater wegen und den ein oder anderen Streit.
ihr Lieben. Ich hatte schon nicht mehr gehofft, dass ich das Teil irgendwo sehe. Aber Tanja, die gute Nixe vom Bodensee, ist mir durchaus doch noch vergönnt. Ja, das ist der Bildhauer, Steinfigur, bla bla bla. Ich mache ein Foto, blende es euch ein und jetzt hole ich noch die andere Kamera. Dann zoomen wir die gute noch heran. Da hinten liegt sie nämlich. So dass ihr das auch mal zu Gesicht bekommt. So, dann wollen wir mal gucken, ob das mit dem Teil hier klappt. Ich habe nicht die Bridge dabei, sondern nur meine Lumia. Schade. Näher ran können wir leider nicht. Aber ich habe ein Foto gemacht und hoffe, dass ich das noch ein wenig bearbeitet bekomme. Aber ich glaube, mit der Bridge käme ich auch nicht wirklich viel näher ran. So, ich bin wieder an der Staumauer. Da oben will ich noch hin, wo der Seeblick ist. Ich muss mal gucken, wie das so klappt und wo die Auffahrt dafür ist. So, ich bin jetzt an dem Aussichtspunkt Seeblick. Was für ein Panorama. Hier kann man es aushalten. Wenn ich morgen nicht Frühdienst hätte. Aber hier werde ich definitiv auch noch mal so herkommen. So, und jetzt gibt es noch ein paar Fotos. Und dann geht's ab zum Auto. So, ich bin hier im Aussichtspunkt Seeblick. Und ich habe hier tatsächlich eine kleine Trailerfahrt entdeckt. Und die nehmen uns jetzt mal vor. So ihr Lieben, ich fahre jetzt ganz genüsslich die letzten Meter von dieser Radtour. Bis jetzt 38 Kilometer. Der Akku ist aber noch voll. Wenn das so auf meiner nächstgrößeren Tour ist, bin ich zufrieden. Weil ihr dürft euch freuen, die nächstgrößere Tour soll 84 Kilometer haben, circa. Aber wenn das so gut läuft, erweitere ich die vielleicht auch auf 120 Kilometer. So, ich bin jetzt wieder am Parkplatz. Das Fahrrad wieder aufgebaut. Und ab geht's.
So ihr Lieben, das war's. Knapp 40 Kilometer. Und ich sitze wieder im Auto. So, werde mich zurück gegen die Heimat wenden. Ich hoffe, die Tour hat euch Spaß gemacht. Da muss ich reingucken. Und ja, bleibt dran. Ich habe, wie gesagt, beim nächsten Mal etwas Größeres vor. Hoffe, das klappt auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, würde mal sagen, bis dahin. Habt eine gute Zeit. Macht was draus.